Also das erinnert mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen an Rügen. Ich freue mich auch, dass wir von der alten Bäderarchitektur noch relativ viel auch haben. Also man hat zwar die Hochhäuser oft im Blick, aber wenn man an den Straßen längs geht und nicht nur die Ladengeschäfte sieht, sondern ein Stück höher geht, dann findet man auch so viel Altes auch. Und man kriegt eine Idee davon, wie schön dieses Westerland um 1900 mal gewesen sein muss. Wobei schön, also die Häuser hatten ja früher keine Heizung und keine Kanalisation. Das ist ja auch alles anders gewesen, als man sich das so denkt. Aber so sah das hier überall mal aus. Ja, hier sah es überall. Gründerzeitlich wilhelminisch mit kleinen Türmchen und Erkern und Spitzen. Zauberhaft einfach. Unvorstellbar. Ja, auch unvorstellbar gutes Publikum. Also das erinnert mich jetzt ja ein bisschen an Rügen. Ja, tatsächlich. Also man glaubt nicht, wie viel von dieser alten Bäderarchitektur Westerland tatsächlich noch hat. Und es fällt eben nicht so auf. Man schlendert die Straßen längs, man guckt in die Geschäfte. Aber wenn man seinen Blick in die zweite und dritte Etage schweben lässt, dann sieht man eben auch noch ganz viel von diesem Gründerzeitlichen. Wobei, das ist natürlich zauberhaft, aber ich glaube, zu der Zeit unbedingt hätten wir auch nicht darin Urlaub machen wollen. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Die hatten früher keine Bäder, die hatten keine Heizung, weil Saison ja nur im Sommer gewesen ist. Aber ich bin sehr dankbar, dass wir diese wirklich zahlreichen alten Häuser noch haben. Super.